Und damit dann hallo und herzlich willkommen wieder zurück hier bei unserem seltsamen virtuellen Cyberabenteuer der etwas anderen Art. Ja, so, nun gucken wir mal, bin leicht bei Schnupfen, da möge man mir das leichte Schniefen verzeihen. Wir sind jetzt hier gerade, nachdem wir das gesehen haben, was passiert ist, hier drin, ne? Genau, so. Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, verschwindest und wir verkaufen den BD an die Psychofreaks vom Studio. Hm. Ist klar, ist klar. Genial, oder? Und das ist noch nicht alles. Okay. Du kannst auch vor- und zurückspulen, wie du willst. Probier's mal. Spul zurück, ganz bis zum Anfang. Super, sehr gut. Jetzt spul mal vor. Der Plan ist simpel. Okay. Du kannst die Aufnahme auch zurücksetzen. So springst du zum Anfang. Versuch's mal. Okay, jetzt geht der Spaß erst richtig los. Dafür bist du überhaupt hier. Im Analysemodus kannst du die vom Aufnehmenden gesehene Umgebung genauer betrachten und sogar scannen. Achte auf die Pistole, die dieser Schwachmat am Anfang von seinem Kumpel bekommen hat. Scannen sie. Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du bist einfach gut. Und wir verkaufen den BD an die Psychofreaks vom Studio. Ist klar, ist klar. Und denk dran, sorg für Action. Die geben uns mehr für einen Adrenalinkick. Okay, jetzt ab mit dir. Genau hier. Okay, auf der Aufnahmeleiste zeigen fette Abschnitte einen Hinweis, an den du scannen kannst. Der Hinweis wird in diesem Abschnitt hervorgehoben, solange der Editor auf die richtige Ebene eingestellt ist. Hinweise können überlappen. Die Stelle, an der sie sich auf der Leiste überlappen, ist besonders hell. Hinweise verschwinden von der Leiste, nachdem du sie gescannt hast. Okay. Sehr gut, ausgezeichnet. Machen wir weiter. Okay. Jetzt aufgepasst. Im Analysemodus kannst du Geräusche und Gespräche hören, wenn der Aufnehmende nah genug dran war. Mhm. Die Technologie zeichnet absolut alles auf. Krass. Auch Dinge, die der Aufnehmende gar nicht wahrgenommen hat. Um die Quellen der Wahrnehmungssignale zu sehen, wechsle zur Soundebene im Editor. Na los, versuch's mal. Okay, gut. Jetzt solltest du mehrere Soundsignaturen sehen. Such dir eine aus und stell sie scharf. Okay, fahr jetzt ab mit dir. Kleine Scheiße. Die Ware sortieren, ich übernehme die Kasse. Lutz mir doch den Zwanz, Alter. Und? Was sagst du? Unglaublich. Mhm. Ernsthaft. Als wäre ich mitten im Geschehen. So funktionieren BD-Aufnahmeimplantate. Sie registrieren alles, alle Elemente im Hintergrund. Dann passt der Editor sie an und hebt sie hervor. Spiel ruhig weiter mit dem Sound rum. Wenn dir langweilig wird, können wir weitermachen. Ich übernehme der Kasse und zwei Serven. Ich habe zwei Geschmacksrichtungen im Angebot heute. Curry und Zwiebeln. Alle runter! Los, runter! Ha! Manchmal kannst du extra Ebenen im Rohmaterial analysieren. Aus der Cyberware des Aufnehmenden. Und wie? Eve's Cyberware hat zum Beispiel Kiroshi-Optik mit Infrarotsensoren. Dadurch enthalten ihre Aufnahmen Wärmesignaturen. Ha, nicht schlecht. Warten wir, bis der Typ den Schwachkopf am Tresen umpustet. Den Boden! Hüpf den Boden für mich küssen! Yeah, yeah. Du kannst auch Menschen scannen. Geh mal näher an die verletzte Tussi ran. Versuch sie zu scannen. Also gut, weiter. Scroll zu dem Teil, wo unser Künstler durchsiebt wird.
Los, sonst mache ich dich fertig. Ich schwör's. Wow, Jano, ich, jetzt, ehe ich dir deine Scheißbirne wegpuste. Siehst du? Er hat nichts geahnt, als er abgeknallt wurde. Aber du wirst es. Los geht's. Jetzt kommt das Beste. Siehst du das Flimmerding überm Eingang? Überwachungskamera. Hat bestimmt den Schuss aufgezeichnet. Ja. Siehst du gleich. Kamera ist mit dem Screen hinter dem Kassierer verbunden. Spul zurück an die Stelle, wo er im Sichtfeld des Jungen ist. Jetzt scanne ihn. Ach, das ist sein Kumpel. Sein Chumba hat ihn erschossen. Bestimmt hatte er das von Anfang an geplant. Auf dem Schwarzmarkt hat er sicher einen Haufen Kohle für so einen BD bekommen. Hardcore-BD-Freaks zahlen Unsummen für echte Nulllinien. Okay, wenn du genug gesehen hast, kannst du jederzeit raus. Okay, na dann. Müssen wir jetzt, wie es funktioniert. Na, schon krass, ne? Beeindruckend, oder? Ein Jammer, dass die meisten BDs, die wir hier bearbeiten, nur zum Palmewedeln versorgen. Okay, bist du soweit? Für die Aufnahme? Weiß nicht. Machen wir Pause. Ich fühle mich immer noch wie der Typ, als... Nee, das war's für mich. Wie? Dafür haben wir keine Zeit. Reiß dich zusammen. Okay, okay. Dann mach mal. Muss nur T-Bug dazu schalten. Halt, wen? Ein Runner aus meiner Crew. Spezialistin für Sicherheitssysteme. Wird mir sagen, worauf ich achten muss. Ist das ein Problem? Damit habe ich sehr wohl ein Problem. Das war so nicht abgesprochen, Evelyn. Evelyn, ohne T-Bar bringt mir das alles einen absoluten Scheißdreck. Jody, bitte. Er will einen Runner reinlassen. Was davon verstehst du bitte nicht? Ich kann mir diesen Scheiß nicht mehr anhören. Woher weiß ich, dass sie sich nur da reinhackt? Weil ich es dir sage. Klar. Hilf mir nur noch dieses eine Mal. Und ich verspreche, dass alles klappen wird. Genau wie geplant. Okay, V. Ruf T-Bug an und wir springen rein. Hey, V. Was gibt's? Buck, hör zu. Ich hab was Nützliches aus dem Konpeki Plaza. Einen Braindance. Konpeki? Oh, hätte ich mir ja denken können. Ist da jemand bei dir? Judy und Evelyn. Die sind in Ordnung. Sie helfen mir mit diesem BD. Aha, okay. Und sagst du mir, worum es geht? Hör zu, ich brauch dich. Hab keinen Schimmer, worauf ich drinnen achten muss. Ich sehe mal, ob ich dich führen kann. Verbinde mich mit deiner Tag. Jetzt gib mir Zugriff. Öffne Port 1779. Der ist sicher. Gut, ich geh rein. Meine Anfrage sollte bei dir sein, genau jetzt. Hab sie. Bist du soweit? Sekunde. Okay, Verbindung bestätigt. Jetzt nur noch ein temporäres Eis und das war's. Bereit für den Ball. Gib Saft, Jody. Irgendwie passiert da nichts, ne? Okay, V, Augen auf. Wir müssen rausfinden, wo Yorinobu den Relic versteckt. Ich komm. Ist das die Alarmanlage? Die Sicherheitsfirmware ist gut, aber ein paar aufgeregte Vögelchen haben in dem Forum gezwitschert, dass durch dieses Sieb eine Menge Körner rieseln würden. Ich generiere ein paar Schlüssel und fälsche die Signaturen.
Okay. Scheiße, die Kameras sind neueste Tech. Bewegungs- und Wärmesensoren, FFE. Aber für dich kein Problem, oder? Natürlich nicht. Ich brauche nur Zugang zu ihrem Subnet. Kybernetische Modifikatoren 96%. Also noch 4% dieser Personen sind menschlich. Kann bestimmt gut ficken, oder? Evelyn, ich habe ihre Angst gespürt. Sie hat sich aber schnell zusammengerissen. Adam Smasher. Der krasseste Wichser unterm Horizont. Ja, es ist echt. Mit ihm möchte man sich gar nicht anlegen. Hier gerade nicht. Nein! Dafür wird mein Kopf rollen. Hallo? Scannst du bitte die Audioquelle? Dann stirb. Ich höre was summen. Belüftung und Kühlung müssen Server sein. Für die Steuerung all der schicken Spielerei. Für einen guten Zweck. Aber ich mach es dir bequem. Ich brauche nur noch einen. Hör bei dem Gespräch zu, Wie. Das könnte wichtig sein. Nur noch eine Minute. Das Programm ist noch in der Testphase. So können wir es nicht auf den Markt bringen. Das werden wir schon sehen. Bitte, reden Sie mit Ihrem Vater. Dieses Projekt hat sein Interesse geweckt. Er kann Ihnen sicher die Risiken erörtern. Mein Vater ist ein müder, alter Greis ohne Vision. Er denkt, dass sich nichts ändert und er ewig in seiner Eisblase leben wird. Diese Dinge sollte ich nun wirklich nicht hören. Du wirst mir zuhören. Sabolo ist ein verwirrter Despot, der ihren Sinn für Realität verloren hat und gefangen ist in der uralten Vision einer Welt, die es nicht mehr gibt, die es nie gab. Seit 20 Jahren sind wir nicht mehr einer Meinung. Ich glaube kaum, dass sich das heute ändern wird. Lesen Sie die Berichte. Für den Relic gibt es spezifische Lagerungsvorschriften. Die müssen eingehalten werden. Verstanden, das hat... Hast du das gehört? Die Relic-Docs müssen hier irgendwo sein. Sieh dich um. Alter Greis ohne Vision. Er denkt, dass sich nichts ändert und er ewig in seiner Eisblase. Wow, ist der Champagner gut. Ist der Geschmack geboostet? Seit 20 Jahren sind wir nicht mehr einer Meinung. Ich glaube kaum, dass sich das heute ändern wird. Lesen Sie die Berichte. Für den Relic gibt es spezifische Lagerungsvorschriften. Die müssen eingehalten werden. Das reicht. Es tut mir leid, dass du warten musstest. Geschäftliches kann sehr lästig sein. Es war ja nicht lang. Hatte nicht mal Zeit, mich zu langweilen. Ist alles in Ordnung? Du wirkst angespannt, nervös. Keine Sorge, das wird sich gleich legen. Dafür bin ich ja hier. Unter einer Bedingung. Du willst mir Bedingungen stellen? Nur eine. Sieh mich an. Hast du was zum Naschen für mich? Oh, guck mal. Was haben wir da?
Automatische Geschütze. Neuestes Scannermodell. Alle Systeme mit dem Server verbunden. Kannst du sie abschalten? Extern? Nein. Ich muss erst reinkommen und die Links zum System überprüfen. Mhm. Sieht aus, als wären alle Sicherheitssysteme mit dem Hotel-Subnet verbunden. Wir brauchen den Flathead, um diese Systeme auszuschalten. Wir können sie nicht ohne ihn umgehen? Nein. Jedenfalls wüsste ich nicht wie. Ah, nicht so gut. Das Zeug vom letzten Mal war ziemlich gut. Schlafzimmer, Nachttisch. Ich habe eine Idee. Bin gleich wieder da. Hier noch irgendwas? Nee. Sehr schön. Aber jetzt kommen wir her. Eine Sekunde. Sehr geehrter Mr. Arasaka, wir möchten wir Ihnen dafür danken, dass Sie unsere Dienste in Anspruch genommen haben. Wir hoffen, dass es Clouds gelungen ist, Ihren Aufenthalt in Night City angenehmer zu gestalten. Sogar unvergesslich. Wir würden uns geehrt fühlen, wenn wir Ihnen bald wieder zu Diensten sein dürfen. Klicken Werbemails. Verzeihen Sie mir, der Bildschirm muss unverzüglich ins Büro zurückgebracht werden. Ja. Eine Sekunde, ich suche nach dem perfekten Ambiente. Ja, vergiss ne. Mit Russi. Noch gesehen, ja. Romantisch geht sie drauf. Sehr. Aber jetzt komm endlich her. Eine Sekunde. Ich suche nach dem perfekten Ambiente. Oh, das wird dir gefallen. What love is. Mhm. Scannen wir erstmal. Geladen und gesichert. Gut zu wissen. Vergiss das Teil nicht, wenn du da reingehst. Until you've learned the mystery. Er ist in einem speziellen Container mit Temperaturregel. Okay. Der Relic muss gekühlt werden. Also muss der Chip im Froster bleiben. Hm. Ja, sonst könnte er beschädigt werden. Okay, aktiviere die Thermalerkennung im Editor. So finden wir eher heraus, wo Yorinobu den Chip aufbewahrt. Ja, einfach weiter spulen. Na, was ist das jetzt? Oh, Donahue. Scheint, als hätte Mr. Arasaka einen Anlass zum Feiern gehabt. Du meinst doch nicht echt, der ist da, oder? Die Temperatur ist zu niedrig und könnte schwanken. Netter Versuch. Wo ist denn der? So, hier, guck mal, das ist mega.
Da sieht's auch gut aus. Nur ein Edelkühlschrank. Temperatur stimmt nicht mit den Vorgaben überein. Hier findest du nichts. Phase, so können wir es nicht auf den Markt. Na? Okay, habt ihr Wärmesignatur. Stimmt mit den Daten in den Unterlagen überein. Yorinobu hat den Koffer hier. Garantiert. Mhm, wir haben ihn. Gute Arbeit. Wir haben alles, was wir brauchen. Verlass den Editor. Okidoki. Oh, gute Arbeit, ne? Hast du alles? Hab genug, ja. Danke, Judy. Wir haben alles. Bis dann, T-Bug. Gute Arbeit heute. Wir hören uns bald. Ich werde den Cache und deine Daten löschen. Als wärst du nie hier gewesen. Ist das so? Behalt ihn. Ich schreib ihn bei F an. Ein tragbares Gerät, um BDs zu bearbeiten. Deine Kalibrierungseinstellungen sind hochgeladen. Nett, danke. Nicht so ausgereift wie das, was wir hier haben, aber es sollte reichen. Und du setzt dich keinem Risiko mehr aus. Gut nachgedacht. Apropos Risiko. Wisst ihr, was ich sehe, wenn ich euch angucke? Redende, wandelnde Leichen. Die Aufnahme war wichtig, Judy. Der BD erledigt praktisch den Job für uns. Der BD wird unser Tod sein. Verlass dich drauf. Wenn Arasaka rausfindet, dass ihr ihn habt, seid ihr tot. Und ich auch. Judy, beruhige dich. Das wird niemand erfahren. Evelyn, bitte. Keine Abkürzungen. Bei diesem Spiel gewinnt Night City immer. Ja, richtig. Sei vorsichtig. Sicher doch. Denk dran, wir sprechen uns bald. Oh Mann. Gar nicht gut. Danke, Judy. Ehrlich. Und keine Sorge. Ich weiß, was ich tue. Wie? Eine Sekunde. Echt? Schon wieder eine Sekunde? Wir müssen los. Echt jetzt? Und? Was denkst du? Glaub, ich weiß jetzt, warum du so viel über Yorinobu weißt. Ganz einfach. Männer reden gern im Bett. Zu gern. Also geht es nur um Sex? Business. Und nichts anderes. Bist du dir sicher, dass Yorinobu so einen Zug von dir nicht erwartet? Der ahnt nichts, glaub mir. Ist zu beschäftigt mit Netwatch, als dass er mir so viel Beachtung schenken könnte. Außerdem, selbst wenn er etwas ahnt, spielt das keine Rolle. Er wird nicht rechtzeitig reagieren können. Dafür sorgst du doch, oder? Ja, aber Adam Smasher könnte rechtzeitig reagieren. Du machst dir keine Sorgen? Arasaka wird jeden überwachen, der Geschäfte mit Yorinobu gemacht hat. Oh, das wird eine ziemlich lange Liste. Voll mit großen Namen. Viel wichtiger, als ich es bin. Wen werden die wohl zuerst abhaken? Konzernköpfe und Gangster? Oder ein kleines Betthäschen wie mich? Infos über Yorinobu, der Chip, der BD aus dem Compacky. Der Wind steht günstig, der Plan ist wasserdicht. So ein Job ist eine einmalige Gelegenheit. Danke. Und jetzt die Pointe, bitte. Es klingt einfach zu gut, um wahr zu sein. Wo ist der Haken? Kalte Füße. Willst du jetzt etwa aussteigen? Ich will wissen, ob du echt alles unter Kontrolle hast und du mich nicht in eine Güllegrube schickst, aus der ich nicht mehr rauskomme. Wie? Ich habe keinen Grund, dich reinzulegen. Wir stecken da beide drin. Ehrlich. Ich habe das im Griff. Vertrau mir. Und? Was jetzt? Wie? Erledige den Job für mich.
Nur für mich. Kein Aufteilen des Profits mit sonst wem. Keine Mittelsmänner. Kein Deck. Okay, das würde ihm nicht gefallen. Du willst unseren Fixer bescheißen. Ich wusste, da stimmt was nicht. Dex ist nur ein Vermittler. Und zu diesem Zeitpunkt auch völlig nutzlos. Evelyn, Fixer hält man bei Laune. Diese Regel kennt jeder Söldner dieser Stadt. Und jeder hält sich dran. Wenn wir es richtig anstellen... Vergiss es. So ein Fehler kostet mich den Ruf. Und ohne guten Ruf bist du ein Niemand. Willst du das wirklich riskieren? Die Frage solltest du dir stellen. Willst du den Rest deines Lebens Gavs frittieren? Oder über Nacht zur Legende werden? Oh, scheiß Legende. Du hast die Wahl. Scheiße, nie im Leben. Dex ist mit mir ein Risiko eingegangen. Er vertraut mir. Und jetzt mache ich dasselbe. 50%. Mit so viel Geld auf dem Konto brauchst du Dex für nichts mehr. Nein, Evelyn. Es geht nicht nur ums Geld. Ich dachte, du bist ein Söldner. Es geht immer ums Geld. Nicht, wenn ich dafür jemanden bescheiße, der mir vertraut. Tut mir leid. Na gut, ich habe nie gefragt. Aber wie? Hm? Ich hoffe, du bist genauso nützlich wie naiv. Ruf mich an, wenn du genug vom Nachdenken hast. Okay. Viel Glück. Jetzt geh. Ich muss mit Judy reden. Level up! Oh, der Hund, ey. Was ist denn los? Wie sieht's aus, Mr. V? Evelyns Aufnahme aus dem Compaggy war die Mühe wert. Wunderbar. Ibak hat schon angerufen. Sie ist schon am Werk. Alles bereit. Es kann losgehen. Was jetzt? Jetzt erledigt ihr euren Job und besorgt uns den Biochip. Wir besprechen den Rest im Afterlife. Wir sehen uns dort. Okay, bin gleich da. Bis dann, Mr. Oh, V. Scheiße. Ja. Gar nicht so gut. So. Gehen wir hier kurz in das Menü, weil wir haben ein Level-Up noch, so ein paar Punkte zu vergeben. Aber das machen wir dann ganz in Ruhe beim nächsten Mal.